Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich stelle euch heute die neue Geschmacksrichtung von Level Up vor, nämlich Mango Maracuja. Viele werden sich jetzt bestimmt wundern, wieso neu? Die gibt es doch schon ein bisschen. Klar, die gibt es auch schon ein bisschen. Ungefähr 2 Wochen. Aber die Sorte hat es endlich geschafft, nach hin und her mit ein paar Verzögerungen endlich hier zu sein. Und dafür werden wir natürlich jetzt mal das Paket öffnen. Und schauen uns den neuen Geschmack mal an. So. Boah. Hier haben wir wieder ein neues Band. Das haben wir aber schon mal gehabt. Also ist nicht so interessant. Wie immer, ein bisschen Müll. Wieder ein bisschen Müll. Und der Geschmack. Sonst, wie ihr seht, ist nichts drin. Ich habe diesmal nur den reinen Geschmack bestellt. Ja, ich bin interessant. Es wird interessant sein, wie der schmeckt. Also ich bin ja interessiert dran. Ich hoffe mal, dass der Geschmack mich positiv überrascht. Weil ich habe schon ein paar mehr Geschmackssorten, auch fruchtiges. Ich hoffe, das wird ein Geschmack sein, den man auch mal ein paar Tage länger trinken kann, als nur irgendwie ein, zwei oder so. Ja, was ich euch jetzt noch präsentieren wollte, ist einmal Eistee Peach. Das habe ich nämlich auch letztens bestellt. Dazu habe ich aber noch kein Video gebracht, weil ich hatte mir gedacht, warum soll ich dafür jetzt extra ein Video bringen für eine Sorte, wenn ich sowieso demnächst Mango kriege. Das ist nochmal Eistee Peach. Dies gibt es natürlich auch im Bundle mit Zitrone. Ja, es gibt auch noch ein weiteres Bundle, was man auch kriegen kann, nämlich Cola Coaster und Pineapple Pop. Beide zu den gleichen Konditionen von jeweils 70 Euro das Bundle. Alle Sorten kannst du natürlich auch einzeln kriegen für den Preis von 40 Euro. Ja, das war's.